Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Metro 2033. Wir sitzen hier noch so ein kleines bisschen fest und wissen gerade nicht so genau wohin, denn unsere Tür ist versperrt, da wo wir mit unserem schicken Wagen durch müssen. Beim letzten Mal hat uns ja quasi einer den Weg freigemacht, nachdem wir ihn gerettet hatten. Aber heiß. Müssen aufpassen, wo ich hintrete. Das Ding hatte ich ja schon extra ausgemacht. Die liegen schon alle. Hier haben wir uns schon beim letzten Mal durchgearbeitet. Wenn man das so sagen kann. Und ich bin der Meinung, das Spiel hat auch hier gespeichert. Man sollte vielleicht auch diesen Hebel noch heben. Den letzten. Im letzten Raum, bevor man irgendwo gegenfährt. Ich hoffe, dass unser Wagen noch ein Weilchen hält. Der ist ganz cool und praktisch. Bis jetzt würde ich noch Licht auslassen wollen. Hier sieht es nicht aus, als gäbe es hier großartig Spinnen. Ist das da vorne wieder ein Freund? Warten da schon wieder eine welche auf uns? Okay, den haben wir schon mal ausgelöscht. Gut, den auch. So, haben wir die schon mal aus der Ferne weggemacht. Die lassen uns ja nicht freiwillig durch, würde ich mal so sagen, oder? Wir zwingen sie dazu, uns durchzulassen. So, nachladen. Hier gibt es so viel zu erkunden, verdammt. Soll doch Leute retten, aber wenn die hier immer so schöne Sachen hinpacken, wo man rein kann. Oh, ist ein Klo. Natürlich, ist ein Klo. Hier unterirdisch gibt es überall Klos. An jeder Ecke kann man hier Geschäfte verrichten, würde ich mal so sagen. Halt, die Weiche steht doch garantiert falsch. Wobei geradeaus, weiß es nicht. Jetzt halt die Frage, wo wir lang müssen, ob geradeaus oder um die Kurve. Bis jetzt steht das Ding auf geradeaus. Das da sieht sehr ungesund eigentlich aus. Berührung und Russisch ist nicht meine Stärke, das ist das Problem. Ich meine, aktuell steht das so und man kann die Weiche verstellen. Entweder haben die Entwickler sich hier einen Spaß erlaubt und man kann diesen tödlichen Weg da einfach mal aus Spaß quasi fahren und hoffen, dass das geht. Beziehungsweise hier drin jetzt sterben. Ich meine, hier sind schon sehr viele Sachen als Warnung und Mahnung aufgehangen. Und gute Nacht, ihr beiden. Okay, jetzt ist die Frage. Kommen wir an denen auch noch vorbei und können die diesmal retten vielleicht? Kannst du das verdammt nochmal glauben? Wir gehen rein und boom, alle Lampen sind aus. Ich frage also, was das für ein Scheiß. Hübsche Waffe hatte der, glaube ich. Aber egal. Waffen sind jetzt erstmal uninteressant. Wir müssen Leben retten. Ich sage ihnen, lass uns zurückgehen. Und die sagen, nein, nein, alles okay, alles gut. Dann fiel mir mein Feuerzeug ein. Ich mache es also an. Und sehe es hier alle da sitzen. So, mein Gott, war das... Ist der blind? Okay, hier kommen wir wohl zu spät. So, wir retten euch alle hier. Und gute Nacht. Ich meine, was hat der für eine Waffe, ist die Frage. Was ist das? Das ist Scharfschützmuni? Oder ist das... Okay, das ist auf jeden Fall andere Muni. Wir nehmen das einfach mal mit. Sieht aus wie eine Pistole mit Holovisier und allem. Ich weiß nicht, haben wir die jetzt gerettet? Ich glaube, da kommen wir einfach durchgefahren. Die sollten wir doch jetzt gerettet haben, da an der Stelle.
Hier würde ich, glaube ich, sogar mit Licht fahren wollen. Das war auch nicht so gesund. Gut, ab hier an heißt es dann zu Fuß weitergehen. Der ist hinüber. Ob unser Schmied so glücklich sein wird, darüber, dass wir den geschrottet haben. Oder ob wir so glücklich sind, dass wir den geschrottet haben, ist die Frage jetzt gerade. Okay, wo lang müssen wir denn jetzt? Auf jeden Fall in die andere Richtung, okay. Hier bei den Viechern nehme ich lieber die Schrotflinte wieder. Die Luft. Wer weiß, wo wir die jetzt brauchen, weil jetzt kommen wir bestimmt an die Oberfläche. Oh Gott, der Tunnel kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Okay, wenn die nicht angreifen, greifen wir natürlich auch nicht an. Wo muss ich hin? Die andere Seite hoch, okay. Lieber nicht unnötig viele Geräusche davon uns geben. Vielleicht kommt man hier ein bisschen durch, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Okay, Munition in der Richtung ist voll. Okay, wir haben Medikits haben wir voll, wir haben sind voll ausgestattet. Ist das ein Schwarzer? Das sind die auch diesen Schwarzer. Jetzt ist die Frage, wohin? Wo kommen wir jetzt weiter? Müssen wir. Wir müssen bestimmt unten lang weiter. Weil wir da angegriffen werden von den Viechern. Hundertprozentig. Okay. Dann doch durchs Massaker. Ob das gut war? Ich weiß ja nicht. Vielleicht zieht uns jetzt hier einer rüber. Ah, und wir werden abgeholt hier, okay. Wäre schön, wenn du dich beeilen könntest. Okay, laden wir mal durch. Alter, geh weg, du komisches, hässliches Viech. Okay, das Nachladen der Waffe dauert jetzt dementsprechend etwas länger. Hat dafür aber auch mehr Schuss im Lauf. Trotzdem direkt nachladen. Alter, Leute. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Gerade rein. Okay, wir müssen gleich noch Medikitten. Okay, ein bisschen mehr Bewegung bleiben ist vielleicht gar nicht schlecht. Den nachladen. So. Wir sind dabei. Das ist bloß gegen die Viecher gar nicht so einfach. Vor allem, weil es so viele sind. Vielleicht hätte ich den Lauf doch verbessern sollen. Verdammt, Alter. Wie viele sind das? Vor allem, wie viel Schuss halten die durch? So, und jetzt go. Halleluja. Ich muss erstmal nachladen. Haben wir es geschafft? Ich hoffe, wir haben es jetzt geschafft, oder? Verdammt, du bist verrückt. Was hast du dir dabei gedacht, alleine dahin zu gehen? Okay, kannst du mir später erzählen. Jetzt sind wir erstmal in der Fahrrinne und planen den Kurs zur Basis. Okay, hört sich auf jeden Fall gut an.
Der Schnee an der Oberfläche beginnt zu schmilzen. Zu den vertrauten Schienenwagen haben sich nun Boote gesellt und Fischer. Einer davon ist gerade rechtzeitig erschienen. Schon bald werden wir in Venedig anlegen. Pavel ist sehr wahrscheinlich bereits dort. Und ich würde sagen, dem gehen wir dann eins ordentlich auf die Mütze, wenn wir den wiedersehen sollten. Normalerweise angle ich nicht in diesem Tunnel. Aber ich hatte so eine Ahnung, dass die hier ganz gut anbeißen würden. Die haben auf jeden Fall gut angebissen. Okay, wir sind irgendwo aufgefahren, würde ich sagen. Wir holen uns da bloß wieder raus aus dieser Grütze. Das war knapp. Mensch, du musst hier vorsichtig sein. Es sind nicht nur Fische im Wasser. Das wirst du schon bald selber sehen. Halte dich an der Reling fest, wenn ich dich warne. Wo kann ich mich denn hier festhalten? Hier vorne? Oder wie? Oder was? Oder wann? Oder wo? Du wirst mir schon rechtzeitig sagen, hoffe ich. Dieser Tunnel führt zum Platz der Revolution und der Roten Linie. Ich habe heute ein Boot von da kommen sehen. Ein paar schwere Jungs, keine Flüchtlinge. Bleib jetzt still. Die mögen keine Geräusche. Okay. Es ist ihre Welt. Sieh nur, wie sie dort ruhen. Wir wollen euch nichts tun. Niemand Hallo. Weiß, wo diese mutiert sind. Wir nennen sie Schrinks. Ja, hässlich wie die Nacht. Aber eine gute Mütze. Insbesondere mit mir. Halleluja, was sind das denn für komische Biester? Die zerfleischen ja quasi alles hier unten. Bin dabei. Weg. Lass sie nicht an Bord. Die könnten uns zum Kentern bringen. Wir versuchen's. Alter. Nehmt das, ihre Miststücke. Oh ja, nehmt. Das wird sie beruhigen. Pass gut auf. Okay, also wie im Wasser, darum muss er sich mehr kümmern. Wir im Nachladen. Okay, kann ich mir nochmal Besuch? Okay, Nahkampf. Okay, ich halte durch, ich versuche es auf jeden Fall. War knapp. War sehr knapp. So kann man das natürlich auch machen. Hier, du Miststück. Ja, nun geh schon weg, bevor du uns hier kriegst. Jedes Mal zu der Sache greifen müssen. Was ist denn da drin? Hast du jetzt die Monsterwaffen? Okay, der bringt bestimmt den Tunnel zum Einsturz. Oh Gott. Oh mein Gott. Na, das fressen die jetzt bestimmt. Vor allem, dass wir so locker in dem, gerade im Boot sitzen bleiben. Ich wollte schon sagen, irgendwie sowas muss doch jetzt kommen. Wildwasser-Rafting. Ich kann auch gerade gar nichts machen, um mich umgucken oder sonst irgendwas. Einfach nur hoffen, dass wir es überleben. Oh,
Das passiert nicht oft. Anscheinend haben wir Glück gehabt. Puh. Das unterirdische Venedig. Eine Insel in den finsteren Gewässern der unterirdischen Flüsse. Über dieses Venedig kursieren wirklich üble Gerüchte. Ich habe gehört, es sei eine einzige große Räuberhöhle. Aber etwas weiß ich mit Bestimmtheit. Pavel hat Venedig erreicht und wenn ich nicht zu spät bin, ist er noch hier. Meine Hauptaufgabe ist es, den Schwarzen zu finden. Aber ich muss auch Korbuts Pläne aufdecken, damit ich den Orden warnen kann. Und genau diese Sachen werden wir in der nächsten Aufnahme tun. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.